Hallo meine Lieben und willkommen zurück. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Arbeitswoche gehabt. Jetzt ist ja zum Glück endlich Wochenende und habe jetzt letzte Woche ein Paket bekommen. Das war gar nicht abgesprochen, das war so eine Art wie ein Ü-Paket und zwar von der lieben Jutta. Das ist die, die den Job hat, Liebe zum Handmade. Das werde ich euch alles mal in der Infobox verlinken. Und sie hat mir ein paar Duftis zugeschickt, die ich zeigen kann. Und das werde ich jetzt in diesem Video tun. Das wird eine Shop-Vorstellung werden. Ich hatte vor ein paar Monaten oder einem halben Jahr schon mal von ihr was gehabt. Und macht es eigentlich ganz gut. Und ja, da will ich euch dann mal die Düfte zeigen, die sie mir eingepackt hat. Hat da ein bisschen Süßigkeiten mit eingepackt und eine süße Karte, die ich dann gleich lesen werde. Und bevor ich anfange mit dem Video, will ich euch noch darauf hinweisen, dass ich jetzt auch Instagram habe seit die Woche. Und das werde ich euch auch dann einmal in der Infobox verlinken, da könnt ihr mir gerne folgen. Und ja, da fange ich jetzt einfach mal an. Ich lese erstmal schnell die Karte durch. Ja, ich habe auf alle Fälle Spaß, deine Düfte zu testen. Ist auch schon ewig her, wo ich mal auf Liebe zum Handmade hatte. Und da bin ich mal gespannt. Einmal hat sie mir eine Süßigkeit reingelegt von Manna Manna, Haselnuss, Knuspino. Die habe ich ja schon ewig nicht mehr gegessen. Da habe ich auf alle Fälle was zum Kaffee. Heute Nachmittag, das ist schön. Freue ich mich drauf. Spitze. Ich packe erstmal alles aus. Wie gesagt, ihren Job werde ich verlinken in der Infobox. Könnt ihr ja mal vorbeischauen. Da fangen wir jetzt auch gleich an. Und zwar mit ein Sternchen Dufttörtchen, gegossen am 26.07. So ein kleines Sternchen. Dufttörtchen Black Cherry. Ich habe schon ewig keinen Handmade-Wachs mehr bestellt. Und es riecht schon relativ stark. Ja. Geht in die Richtung Black Cherry von Yankee. Leicht künstlich. So ein bisschen wie Kirsch-Kaubonbon von Fritz, wenn ihr die kennt. Die Stangen, die es da früher gab, ich glaube, die gibt es auch noch. So wie der Kirschgeschmack schmeckt, so riecht das. Und hat so eine ganz leichte Foodie-Note. Aber überwiegend nimmt man Kirsche wahr. Und auch eine leichte Marzipan-Note. Riecht sehr intensiv, sehr fruchtig. Ja, richtig schön. Ja, fast wie Black Cherry. Jedenfalls klasse. Bin ich gespannt. Dufttörtchen Black Cherry. Cool. Dann geht es weiter mit so einer Kuchenform. Dufttörtchen Partita de Coco. Das wird bestimmt wieder ein schöner Kokosnussduft sein. Da bin ich auch mal gespannt drauf. Den hole ich aber mal raus. Auch ganz schöne Farbe. Zweifarbig. Ist ein relativ weiches Wachs. Ich nehme an, das ist Sojawachs, die sie da verwendet. Oh, riecht schön nach Kokos. Ja, hat so ein bisschen Pina Colada Charakter. Bloß hier kommt die Ananas nicht so extrem durch. Riecht interessant. Schön cremig. Cremige Kokosnuss. Geil. Riecht wie ein Cocktail. Klasse. Freue ich mich drauf. Absoluter Sommerduft. Alle Fälle mal gespannt, den zu testen. Freue ich mich drauf. Dann geht es weiter mit so einer kleinen Waffelform. Pistazien-Eis Kokosnuss. Und das ist ja auch absolut mein Ding. Pistazien sowieso. Pistaziendüfte. Gibt es nur leider relativ wenige. Hier hole ich auch mal raus. Ist auch wieder ganz viel Glitzer dabei. Und riecht auch. Oh ja, der riecht auch klasse. Sehr foodie-mäßig.
Hier riecht man zuerst die Gebäcknote, dann kommt das Pistazieneis. Cremig, vanillig, eine leichte Kokosnussnote. Also wie so schönes Eis, Kokos-Pistazieneis in einer Waffel. Klasse, der gefällt mir bis jetzt am besten. Hammer. Auch schöner Sommerduft. Riecht sehr intensiv kalt. Ich bin gespannt warm. Aber der ist kalt geschnuppert, auf alle Fälle zu empfehlen. Dann geht es weiter auch mit einer Waffelform. Das ist der Mango Mandarine. Da wieder was sehr Fruchtiges. Da bin ich auch mal gespannt drauf. Klingt auch total nach mir. Kann man auch bestimmt gut zum Mischen verwenden. Ist so grün, gelb, die Waffel. Oh ja, oh, der riecht auch klasse. Riecht authentisch nach Mandarine. Im Nachgang kommt die Mango. Die Mango, na obwohl. Ne, doch, die Mandarine überwiegt ein bisschen säuerlich durch die Mandarine. Oh, der ist schön. So wie so ein schöner Fruchtsaft, Mango-Mandarinen-Fruchtsaft. Authentisch, sehr intensiv. Also wenn die warm auch so sind, Hammer. Kann ich nur empfehlen. Schaut mal bei ihrem Shop vorbei. Wie gesagt, ich verlinke alles. Könnt ihr mal durchstöbern. Auch klasse. Mango Mandarine. Dann geht's weiter mit einem Duftbecher, der heißt Spa. Es wird wahrscheinlich so ein Spa-Duft sein. Auch wieder zweifarbig. Da bin ich mal gespannt. Ja. Riecht bisschen, so ein bisschen wie Sun and Sand. Irgendwie so wie so eine gut schöne Sonnenmilch. Und hat auch was Aquatisches. Ja, riecht ein bisschen wie so ein Duschgel. Sehr aquatisch, sehr parfümig. Leicht floral. Sehr interessant. Absolut für mich fürs Bad. Ja, bin ich gespannt. Habe ich auch so noch nie gerochen, so in der Art. Bin ich gespannt drauf. Wird auf alle Fälle im Bad angemacht bei mir. Freue ich mich drauf. Dann noch ein Duftbecher, auch wieder ein Kirschduft, das ist Cherry Vanilla. Und die haben ja auch viele, auch wieder zweifarbig. Oh ja, geht auch ein bisschen in die Black Cherry Richtung von Yengi. Plus hier ist die Marzipannote nicht so extrem. Riecht auch wieder künstlich. Künstliche Kirsche, aber das macht mir gar nichts. Ja, und hier hinten kommt dann schön die Vanille durch. Bin ich gespannt, wenn ich den anmache. Ist er mir runtergefallen. Sehr interessant, auch nicht so ganz extrem intensiv wie der vorhergehende Kirschduft. Riecht auch schön fruchtig süß. Nimmt so ein bisschen die Marzipannote durch die Vanille. Gefällt mir. Schön. Cherry Vanilla. Hammer. Freue ich mich drauf. Dann noch ein Duftbecher. Das ist der Marshmallow und Zuckerwatte. Den habe ich so in der Art, glaube ich, auch noch nicht gerochen. Ist wieder Mintgrün mit so zwei Schmetterlinge drauf. Ja, er riecht sehr süß. Künstlich, ist jetzt kein Kopfschmerzcharakter. Ja, man riecht die Zuckerwatte, so ein bisschen wie auf dem Jahrmarkt. Hat auch ein bisschen die Marshmallow, das Fluffige. Auch sehr schöner Duft. Nicht so extrem künstlich wie manch anderer Zuckerwattenduft. Ja, gefällt mir. Klasse. Bin ich auch gespannt. Marshmallow Zuckerwatte. Kann ich auch nur empfehlen, kalt. So, jetzt habe ich noch ein paar kleine Becherchen bekommen.
Die zeige ich euch auch nochmal. So kleine Prübchenbecher. Da habe ich einmal Schwarzbeere-Marmelade. Ein schöner Marmeladenduft. Oh ja, der ist auch schön. Sehr fruchtig. Süß. Ja, geht in die Marmeladerichtung. Bärig. Ja. Doch. Schön. Freue ich mich drauf. Ja, sehr bärig. Kann ich bestimmt auch gut zum Mischen nehmen. Vielleicht mit einem Vanilleduft oder so. Könnte ich mir den auch sehr gut vorstellen. Bin ich gespannt drauf. Dann geht's weiter mit The River. Das wird wahrscheinlich wieder was Aquatisches oder Parfümiges sein. Ne, ist das was Parfümiges? Ein Parfümduft irgendwie? Es könnte sogar ein Männerparfüm sein. Ja, es geht mehr in die Duschgel-Richtung. Ja, es geht mehr in die Duschgel-Richtung. So ein bisschen Adidas, so ein bisschen in die Richtung, so Duschgel-mäßig. Ja, doch. Sehr rein, parfümig, seifig. Ja, ist so ein Duschgel-Duft. Sehr intensiv. Wird auf alle Fälle auch im Bad angemacht. Wenn ich mich dusche oder so, ist bestimmt mal ganz schön. Habe ich auch jetzt so in der Art auch noch nicht so gerochen. Dann geht's weiter mit Kokoslimette. Der klingt auch wieder sehr lecker. Habe ich auch noch nie in Kombi gerochen. Beides. Oh, das ist eine schöne Kombi. Sehr sommerlich, spritzig durch die Limette. Kokosnussig. Ja, klasse. Wie im Urlaub. Wie in der Karibik. Sehr intensiv, sehr authentisch. Klasse, der gefällt mir auch. Das in der Kombi habe ich zum Beispiel auch noch nicht gerochen. Ist auch auf alle Fälle eine schöne Mischung. Klasse. Dann geht's weiter mit Kaschmir. Wieder ein schöner Kaschmirduft. Ist auch wieder was Schönes für abends. Ist auch wieder mit Glitzer. Ja, ist auch wieder sehr rein, sauber, parfümig, wie eben so Kaschmirduft riecht. Wäre für mich jetzt ein schöner, für abends irgendwie so ein schöner Duft. Oder wenn es kühler draußen ist, ein schöner Kuschelduft. Ja, Hammer. Schön. Ebenso klassischer Kaschmirduft. Hat auch was Kleines, Süßes. Parfümiges, ja, klasse, freue ich mich drauf, Hammer. Dann geht's weiter mit Erdbeer-Kiwi, oh, endlich mal ein Kiwi-Duft, das gibt's ja nun auch nicht so oft, leider. Da hätte ich gerne noch mehr Düfte in Kiwi-Form, auch von Yengi zum Beispiel. Oh, der ist schön. Man riecht auf alle Fälle die Erdbeere zuerst und dann die Kiwi. Beide in Kombi, habe ich auch noch nie so gerochen. Sehr fruchtig, spritzig. Bisschen säuerlich durch die Kiwi. Süß durch die Erdbeer. Ja, Hammer. Stelle ich mir so schön Kompott vor mit Erdbeer-Kiwis. Hammer. Auch sehr intensiv. Bin ich gespannt, wie der sich so macht in der Lampe. Also bis jetzt nur Düfte, die ich mag. Dann geht's weiter mit einer süßen Versuchung. Da bin ich mal gespannt. Das klingt wieder nach einem Foodie-Duft. Oder irgendwas Süßigkeitenmäßiges. Aber damit Glitzer. Hat was Cremiges, was Bäriges, dunkle Beeren. Hat ein bisschen Joghurt-Charakter. Könnte so ein Bärenjoghurt sein. Irgendwie. Ja, doch. Hat was Süßes, was Bäriges, hat auch was Cremiges, hat auch irgendwie so eine Joghurtnote, find ich jetzt, rieche ich jetzt raus. Sehr schöner Duft. Hammer. Auch sehr intensiv, also klasse. Magisch.
Dann geht's weiter mit Banana-Nussbrot. Oh, endlich mal wieder ein schöner Bananenduft. Da suche ich ja noch ein paar Kerzen. Schöne Bananenkerzen. Gibt es ja von Country Candle jetzt den neuen Bananenduft, aber irgendwie bin ich immer zu langsam. Der ist dauernd ausverkauft. Oh, der riecht geil. Der riecht wie der von Ghost Creek, den ich mal hatte. Der Banana Nut Bread. So riecht der. Genau in die Richtung geht der. Extrem bananig. Riecht ein bisschen nach grüne Bananen. Man riecht das Brot raus. Hammer. Die Nüsse auch so im Hintergrund, aber überwiegend die Banane. Schön süß, fruchtig, klasse. Auch sehr intensiv. Wird wahrscheinlich auch einer meiner Favoriten werden, gehe ich mal von aus. Wenn der warm auch so ist, bin ich mal gespannt. Und der letzte, dann sind wir auch schon durch, ist der Golden Sand. Und es wird wahrscheinlich auch wieder so was Parfümiges sein, gehe ich mal von aus. Auch wieder mit Schmetterlingen drin. Ja, geht so ein bisschen in die Golden Sand Richtung von Yengi. Oder so ein bisschen in die Richtung Amber Moon von Yengi. Parfümig, was Schweres. Da ist gleich auch so ein bisschen, na, wie heißt Bernstein mit drin. Ja, totaler Herbstduft. Finde ich sehr intensiv, sehr parfümig. Ja, schön. Hat was. Hat was Edles, was Schweres. Hammer. Da geht so ein bisschen, würde ich eher sagen, in die Amber Moon Richtung. So. Bloß der ist ein bisschen intensiver, finde ich sogar. Und der gefällt mir auf alle Fälle auch. Kommt bei mir auch ins Bad. Und ja. Paket ist alle. Das war mein Duftpaket, was ich bekommen habe von der lieben Jutta. Grüß dich mal ganz lieb. Und ja, wie gesagt, ich verlinke alles. Guckt drauf vorbei, bestellt. Es sind auf alle Fälle sehr schöne Düfte dabei. Und also ich habe bis jetzt keiner, der mir jetzt überhaupt nicht gefällt. Vom Duft her. Sehr schöne Kombi, schöne Mischung. Und ja, freue mich auf alle Fälle, das Paket bekommen zu haben. Wie gesagt, es war ja nicht abgesprochen. Das hat sie mir einfach so geschickt. Da bin ich auf alle Fälle sehr dankbar und sehr freudig, dass du mir überhaupt was schickst. Vor allem so viel hätte ich auch nicht gedacht. Und auf alle Fälle werde ich es testen. Werde ich dann auf alle Fälle, wenn ich ein aufgebracht Video mache, dann erzählen, wie es warm war. Und wir könnten mir ja auch gerne mal schreiben, wer Liebe zum Handmade schon kennt, wer da schon Erfahrung hatte, wer da schon bestellt hat. Eure Dufterfahrung könnt ihr mir ja alle in die Kommentare mal schreiben. Das würde mich auch mal gerne interessieren. Und ja, wünsche euch auf alle Fälle noch ein schönes restliches Wochenende, schönen Start in die neue Arbeitswoche. Und schaut bei mir jedenfalls mal vorbei bei Instagram. Das habe ich jetzt neu seit einer Woche. Und ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und bye bye.